blöde Höhle geht mir volle Kanne auf die Nüsse. Oh, hier ist mal eine Kiste ausnahmsweise. Oh, 295. Was ist denn das für eine krumme Zahl? Da. Sumpfgrotte ist der ganze Scheiß hier. Oh, hier noch ein Raum. Wenn hier schon solche verdächtigen Räume sind, da soll da auch was zum Einsammeln drin sein. Oh. Hütte. Aber hier ist schon wieder eine leere Kiste. Ist schon hier. So eine Verarsche. Hey, da ist was drin. Aber natürlich, in den Räumen, wo Kisten sind, kommen Kämpfe. Das hat gerade so geleckt. So. Das kannte ich doch. Wo hat es immer so geleckt? Ach ja, bei Virendatenbank. Bei meinem Antivirenprogramm. Scheiße. Mal sehen, ob es mal wieder kommt. Kam ja schon länger nicht mehr im Video. Boah, Reuti macht mal sogar im Kampf was Sinnvolles, nämlich einen Heilzauber. Oh, das heilt aber eine Menge. Ich bin beeindruckt. Reuti ist jetzt der beste Heiler der ganzen Welt. Wer ist eigentlich die Welt von Final Fantasy 1? Hat die irgendeinen speziellen Namen? Bronze Armor. Ach, davon haben wir doch 4 gekauft. Die haben 800 pro Stück gekostet. Jetzt finden wir die einfach. Duh. Oh, nee, so ein Schleim. Nee. Momentchen mal, das machen wir klüger. Nee, noch klüger. Du greifst den an und du machst einen Zauber auf den. Vielleicht mit etwas Glück, wenn Reuti mal ein bisschen Schaden macht, kriegen wir alle mit einem... Oh, nein, Gift. Gut, dass wir einen Gift-Heilzauber haben. Ach ja, ich verkacke, um den Gegner zu kennen, das ist sehr schlimm. Ich brauche Ragnarök oder Excalibur, sonst wird das ja nichts mehr. Magie. Antidot. Wir heilen jetzt den Dot, den Bob hat. Der Gift-Dot. Wirklich fiese Gift. Und dann zaubern wir gleich noch wie drauf hier. Denn er hat aus irgendeinem Grund Schaden gefressen, oh Mass. Ja, hohoho. Ohohoho, diese Trollräume. Werwolf. Die haben ja schon in Level-Videos gesehen, die können irgendwie nichts. Du bist immer so nutzlos, wenn du nichts zu heilen hast, Reuti. Schon wieder ein Lag. Ich hab doch gar nichts offen. Okay, außer meinem Internetbrowser, der ist aber immer offen, also. Pam, pam, pam. Wir brauchen auch immer irgendwie Thor's Hammer oder so für Reuti. Dass er mal was Sinnvolles zu tun hat. Ich glaube, den Thor's Hammer, den gab es wirklich in dem Spiel. Zwei und... Boah! The fuck? Warum machen die so viel Schaden? Ich denke, wir sind überlevelt wie Sau. Reuti, du hast mal wieder was zu tun. Aisra! Die normalen... Suffix. Ich sag, die Nicht-Suffix-Zauber, also Eis, Blitz und Feuer, machen schon überhaupt keinen Damage. Diese Kiste sieht irgendwie... Oh, Pisco-Dämon. Pisco-Dämon. Ich glaube, das ist der Boss des Dungeons. Wenn ich mich recht erinnere. Das sind, die Gegner sind was härter, glaube ich zumindest. Aber trotzdem. Ja, 29 auf den Main-Tank. Das ist schon gar nicht mehr... Ich wusste jetzt gar nicht, dass er hier kommt, also. Oh, Boss. Vergesst, was ich gesagt habe. Ah, okay, er hat aber auf jeden Fall die Krone. Wofür brauchten wir die Krone? Brauchten wir die überhaupt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich dachte eigentlich, wir sollten so einen Prinzen heilen. Aber eine Krone? Wozu brauchen wir dafür eine Krone? Am Ende ist es eine Zahnkrone. Oh. Wer will das schon? Ja, genau. Wir haben die Zahnkrone. Die setzen wir jetzt dem Prinzen ein, damit sein Zahnleiden, was ihn immer in den Schlaf geschickt hat, aufhört. Und ja, dann sind wir die Helden der Welt. Wir haben einen Tuffi-Elfen-Prinzen. Bedeutet der aus wie Link. Supi! Das ist ein echter Held. Ja, wir klatschen alte Ritter und holen Zahnfüllung. Wir sind
Unglaublich. Dann haben wir noch Kristalle. Ja, sollten wir nicht eigentlich irgendwie was mit Kristallen machen? Das haben wir wohl vergessen. Wir machen jetzt so Sidequests, ne? Oh Gott, ich hoffe mal, dass Fliehen klappt, ne? Das wäre sonst ein bisschen blöd. Ja, Adia kommt zuerst, das heißt... ich bin wirklich auf... Ach, scheiße, sie lebt noch. Nein! Oh, Darkrang, du bist so doof. Och, was ist das für ein doofer Kampf. Magie, Feuer, Zauber. Das ist die schwarze Witwe schwächer als die Tarantel. Ich glaub's eigentlich nicht. 15. 103. Damage-Rekorde, oh mess, ja. So. Nix ist hier drin. Wir können eigentlich aus dem Dungeon schon rausgehen, aber ich will erkunden. Erkunden will ich. Magie. Magie, Magie. Ja, nee. Magie, Heilung. Genau. Haben noch einen Gruppenheilzauber, warum setzen wir ihn nicht einfach mal ein? Müssen wir außerhalb des Kampfes nicht ein. Feuerer, Blitzer, Feuerer, Blitzer, Blitzer. Oh, als verfehlt. Die Isegrims und die Werwölfe. Die sind furchteinflößend. Der Heilzauber, der unglaubliche Massen heilt. Boah. Beeindruckend. Naja, Dark Dragon heilt der 30 Heilzauber ja fast voll, ne? Ja, ja. Oh. Ja, toll, der Zauberschlüssel. Nee, sag nur, wir müssen hier nochmal zurück, wenn wir den Zauberschlüssel haben. Ja, super. Na super, da freue ich mich ja super drauf. Oh, jetzt müssen wir schon zum Schloss am Anfang zurückkehren und in die, diese Höhle. Und in den Chaos-Tempel. Und jetzt noch in Grundmeer hier zurückzugehen. Und hier ist hier offen. Und noch ein Grund mehr hier zurückzugehen. Und wetten hier auch, weil das ist jetzt die einzige Tür, die offen ist und wir finden da einen Zauberschlüssel drin. Und die Gegner hier, die haben schon wieder die Initiative ergriffen. Ja. Das kann da eigentlich nicht sein. Adia, komm. Das kann ich eigentlich nicht erlauben, dass die das machen. Nee, sie haben die den Bob gelernt. Jetzt brauchen wir noch Stunden für diesen verdammten Kampf. Ich will nicht zaubern, ich habe nur noch einen Zauber über, also einen Flächenzauber, also einen Radzauber. Und dann sind die MP schon wieder leer, das ist doof. Deswegen will ich... Oh, ich bin wieder aus dem Stun rausgekommen. Was, ich habe abgewehrt? Ist ja auch noch nicht passiert bis jetzt. Also, nicht, dass ich es jetzt mal onscreen mit... Naja, Zauber. Ich kann das Spiel ganz leicht durchschauen. So, wo war der Eingang? Shit. Ja. Sag einfach mal, nicht der Eingang. Scheiße. Danke, zauberempfindliche Gegner. Hä? Das muss jetzt nicht sein. Danke, Bob. Wie immer bist du der flüchtet. Moment mal, geht's noch eine Zeile höher? Nein, dürfst du eigentlich... Ah! Tolle Gegner. Die können man leicht besiegen. Ne, eigentlich nicht. Pam, pam. Pam, pam. Schlitz, schlitz. Na, 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 na. Das Skelettenviecher hier. Ich hoffe mal, wir finden heute noch hier raus. Es geht doch noch eine Zeile. Ich bin so ein Held. Nein. Das sind diese dummen Kämpfe hier. Unten passt nichts mehr rein hier in das Fenster, wo die Namen der Gegner stehen. Aber trotzdem nur Mist und trotzig. Ach ja, hallo. Ihr gefällt mir wieder. Ihr seid gut. Gute, nette, kleine Gegnerchen. So, Blutknochen oder Skeletons kann ich jeden Tag verprügeln. Schon zum Frühstück. Seht ihr? Toll.
Na, 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 na. HP, Stärke, Int, Bob, ja. Schön, Level Up. Natürlich, Dark Dragon wieder nicht. So, was kann ich denn jetzt mal erzählen, während ich hier rausgehe? Guckt Fairy Tail. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe jetzt schon wieder letztens jemanden von Fairy Tail überzeugt. Also, wenn ihr durch mich nicht durch Fairy Tail kommt, dann überhaupt nicht. Adia! Das Sonnenlicht tötet die untoten Gegner! Ich hoffe mal, es gibt nochmal einen Teleportzauber. Oh, Intelligenz. Das ist etwas Nützliches für einen Magier. Hat mal keine Stärke oder so gekriegt. Och ja, Hallöchen. Ihr seid mir doch noch... Dialogs haben wir doch. Machen wir mal Dialogs. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir jemals im Leben Dialogs... Das hätten wir so auch nicht gebraucht, das hätte auch einfach zugehauen können. Bob, du bist zu stark, du wirfst meine ganze Strategie durcheinander. Das geht doch nur so, ne? Das können wir doch nicht hier vereinbaren. Scheiße, wo war denn in dem Raum ist der Ausgang? Hier nicht. Das heißt, es ist jetzt wieder ein Zufallskampf mehr, der hätte nicht sein müssen. Hier! Ne. Oh Gott. Oh. So, damit hätten wir wohl den Kampf gegessen, würde ich sagen. Kämpfe sind nicht schwer, weil wir scheiße viel Level haben, aber wenn uns die MP langsam ausgehen, wird es auch doof. Da hätten die Gegner auf uns ein und wir kriegen gefährlich niedrige HP. Hier. Ach, verkackt. Falscher Weg. So, hier, lass hier den Ausgang sein. Fuck. Och, langsam will ich nicht mehr. Ich glaube, das ist mit der, finde ich, schlimmste Dungeon des Spiels. Ich finde den einfach nur nervig und doof und rotzig und scheiße und der hat nicht mal irgendein tolles Gimmick. Dann gibt es ja nur Gegner, die alle lähmen. Gegner, gegen die man noch Dialogs einsetzt. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Und dann Magier, die mit normalen Attacken nichts reißen. Das ist ja das Schlimmste, finde ich. Oh, ich realisiere gerade, dass wir auch noch wieder zurück zur Stadt gehen müssen. Aber was müssen wir überhaupt mit der Krone jetzt machen? Müssen wir damit zur komischen Königin gehen oder whatever? Also mehr Anhaltspunkte habe ich jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier für irgendwie ein Heilmittel oder so. Aber es ging ja auch um Astos, diesen Dunkelelfen. Oh, Schatten. Kreativ. Die hatten wir auch nur ein einziges Mal, glaube ich, in der Höhle. Könnt ihr ja den anderen Part gucken, nämlich schon in der Höhle bin hier. Und gucken, wie oft wir gegen Schatten gekämpft haben. Oh, mal sehen, wer so dumm ist und das macht. Na, ich kenne da Leute, die das bestimmt machen würden. Ich glaube, das ist der Ausgang. Yes. Eine Treppe führt aus dem Loch. So, gehen wir zurück zur... Anders jetzt. War das jetzt eine Elfen- oder eine Feenstadt? Weil Feen mögen ja noch gehen. Aber Elfen, ne. Elfen sind schlimm. Kicken uns hier die normalen Gegner. Bob, du brauchst wesentlich mehr Verteidigung, wenn du hier noch lange überleben willst. Ich meine, an den Gegnern haben wir gelevelt schon. Ey. Oh, warum kann man auf der Weltkarte eigentlich nicht rennen? Das stört mich jetzt extrem, dass man auf der Welt... Ogre! Yeah. Ihr hässlichen Ogre. Ich habe wieder mal nichts Spannendes zu erzählen hier bei den Random-Kämpfen. Vielleicht sollte ich auch einfach skippen und nächste Folge schon in der Stadt sein. Ich glaube, das mache ich auch.